Ja, hallo. Wir haben einen Screenshot gespeichert. Oh, erst Team, ne? So. Ja. Guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Wir haben definitiv einen Screenshot gespeichert und ihr seht hier The Forest. Das sehe ich auch und deswegen legen wir los. New Game lag ich doch erstmal richtig, oder? Das Einzige, was ich hier machen werde, ist irgendwie Bäume fällen und... Häuser bauen. Genau. Und Einwohner töten. Wenn ich das hinkriege, ja. Ja. The following is a development, is an in development Alpha-Bild. Also das Alpha-Bild. Seht ihr ja richtig. 50 FPS. Oh, 52. Nein, 50. 50. Frage ist, macht er überhaupt was Sinnvolles? Die Frage ist ja, also wir warten. Loading ist ja immer schon mal gut, ne? Ja. So langsam aber auch die ganze Zeit weiterlädt, ne? Ja. Das ist gut. Oh, was passiert was? 1 FPS? 2? Hallo, wo sind wir? Wir machen keinen Skip. Okay, wir fliegen. Das ist eine Grafik hier. Oh, was haben wir denn hier? Feines Miam. Und saugt der an unserem Arm oder was hier? Der nuckelt uns aus, der Alter. Der kleine. Oh. Ein Vampir. Ich wollte doch noch mein Essen essen hier. Kinder, ich nehme mal. Ich krieg eine Paranoia, wie das hier verwackelt alles. Das Essen kann ich gar nicht mehr klar sehen. Ich habe jetzt alles abgepasst, jetzt haben wir Wälder. Ich werde nicht einen Wald. Diese Bäume, wenn man jetzt weiß, da noch mehr Bäume. Aber jetzt auf einmal schwarz war, ich war doch eigentlich angeschnallt. Jetzt ist schwarz. Jetzt ist aus. Schau mal. Der Bär hat gemeint, ja, guck mal. Man nimmt meinen Sauger mit, ja. Der mich ausgenuggelt hat, ja. Ich weiß nicht, was der mit dem mal vorhat, aber bestimmt nicht nuggeln, ne? So, da sind wir wieder. Wir haben Low Energy, haben wir überall haben uns angemalt und sieht da echt aus. Jetzt haben wir ja erstmal E. Das ist ja Soda, jetzt haben wir Soda. Okay. Soda war doch Kalk, ne? Nee. Nee, was zu trinken. Ja, siehst du. So. Ich dachte, es hieß immer Soda, irgendwas. Wir nehmen einfach mal alles mit hier. Essen. Low Energy. Kann ich das hier irgendwie aufmachen? Nein, kann ich nicht. Hier hinten ist erstmal alles aus. Sind das Handys? Nee. Doch, nee, Sodas. Also ich habe genügend zu trinken. Aber was zu essen will er ja. Ja. Weg damit. Kann ich das... Ne, da war gerade irgendwas. So gut, da ist nichts mehr. Jeden Sitz einzeln untersuchen. Das ist natürlich wichtig. Alles mitessen. Wie kann er das vor allen Dingen über 3 Sitze essen, ohne dass ich was sehe? Irgendeine Aktion von Essen. Das ist sehr realistisch gemacht. Das finde ich gut. Das ist Realismus. Deswegen mag ich das Spiel. Weiter geht's. Nochmal. Vor allem, wie das immer so schnell leer ist und wie gut er das Zeug aufleckt. Also das ist ja eine Kunst, das aufzuessen. Ich kann ja sogar springen. Das sieht ein bisschen epileptisch aus hier. Oh, eine Feuerwehraxt. Oder? Mhm. So. Und ich würde erstmal sagen, einsammeln. Ich muss mal hier Stoppuhr stellen. Du stellst mir deine Stoppuhr. Und ich weiß nicht, wie lange. Denkst du, wir werden hier angegriffen? Das ist doch schon mal gespielt, das weißt du doch. Es kommt drauf an, wo du gelandet bist. Du landest ja nicht immer an derselben Stelle. Ach so. Aber an der Küste oder so, also ja, Strand oder sowas ist immer gut. Ja. Kannst du auch mit der Axt aufschlagen, ne? Weiß ich. Gut. Habe ich gerade gemacht. Also Leute, damit ihr das wisst, die Koffer immer mit der Axt aufschlagen und immer draufziehen. Würden die mich jetzt schon umbringen? Ja. Okay, warum? Keine Ahnung, die mögen dich nicht. Okay. Ich die auch nicht. Ich will nur mal ein bisschen hier stehlen. Ich habe bisher anscheinend nur das Ding.
Jetzt habe ich ein paar kleine roten Loks. Ne, das sind glaube ich nur Hölzer. Da mache ich aber ordentlich Lärm in dem Wald, ne? Ich glaube, da werden vielleicht ein paar Vögel beschweren hier. Oder Ureinwohner. Ureinwohner. Ureinwohner heißt. Die Ureinwohner, aha. Ein Wunder, dass er sich nicht damit selber auf die Füße klappt, ne? Ja, seine Füße sind unsichtbar. Wobei, hat er überhaupt noch Füße? Der hat noch Füße, sehe ich. Guck mal, der hat sogar coole Sneakers an hier. Cool, ich hab den Baum, ich hab den Strauch gefällt hier. Essen, essen, essen. Essen, essen, essen. Manche Beeren sind aber auch nicht gut. Das wird schon dann mehr. Nur die dunkelblauen sind gut. Ich sehe ja nicht mal, ob die dunkelblau sind oder nicht. Die sind dunkelblau, die kannst du essen. Oh. Okay. Du hast ja momentan keinen Durst oder Hunger. Ja. War ja nicht gerade irgendwas? Nee. Ja. Schlag nicht daneben. Ich würde sagen, dass du mal dich irgendwie irgendwas baust, bevor in, oder mal an die Bus gehst und mal irgendwas baust, bevor die Nacht anbricht und du mit unseren Freunden Adolf und Adolf heißt er nicht, das ist der Udo. Und Udo? Oh. Oder Uwe? Okay, also ist das gut? Ich würde da hinten links, da an diesen Hang da, würde ich mich begeben. Ein Hang. Kann so schnell laufen. Dann geht ja meine Füße sterben hier. Guck mal, da hinten ist das Vorderteil. Ich weiß nicht, ob da noch jemand drin ist. Da gucken wir doch gleich mal rein. Peter? Ey, Netzteile. Ey, ich hab eine Pistole, cool. Leuchtpistole. Okay. Die beiden netten Herren sehen nicht mehr so lecker aus. Könnte ich mal draufhauen. Wir können ihn nicht mal auseinandernehmen. Ne, der grinst aber schön in die Kamera. Also Klaus, nächstes Mal, ne? Lächelt bevor du Sturm gehst, ja. Da unten ist noch was zum Einsammeln. Ah ne, das war ein Stein. Learn the basics of survival. Dann kann ich mir nicht in seinen Arsch hauen, ja. Kriegst schon Arsch voll für die Scheiße, die er fabriziert hat, hier einfach mal abzustürzen, bis er noch Bamba ist, was soll das? Jetzt geht er mal da rüber, nach rechts. Da würde ich mich irgendwo hinpflanzen mit Heim oder so. Ich würde erstmal irgendwie in mal versuchen Feuer oder sowas zu bauen, ne? Ja. Blöd. Das muss ich jetzt ver... Hau drauf. Schildkröte. Schildkröte. Hau. Hab ich mir jetzt... Nee, nee, du hast der schon da reingehauen. Jetzt gibt es Schildkröten. Ragu. 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 Weh. Nee. Ragu. Na. So, ich würde sagen, sammle mal Holz und baue dir mal ein Feuer aus. Ja. Also, wie man sieht, Koffer liegen hier überall. Ich brauche erstmal Holz. Okay, also wo hast du hier an den Hang? Einfach hier oben drauf oder was? Ich würde ja unten dran bauen, aber oben drauf geht auch. Oh, Hauptsache, du bist von einer Seite aus geschützt. Ich bin von allen Seiten geschützt. Nur, dass die Viecher, also dass die Einwohner nicht von allen Seiten auf dich zurennen können. Und die kommen ja aus dem Wald, ne? Da ist Wald, da ist Wald, da ist Wald, da ist Wald, also bin ich in der Mitte, ne? Nur, dass die direkt nicht auf dich zukommen. Ich glaube, ins Wasser gehen sie nicht. Also baue ich mir da drauf ein Haus. Das würde ich auch nicht machen. Aber irgendwo jetzt, aber irgendwo in der Nähe des Wassers, so dass die halt bloß eine Seite zum Angreifen haben, wo du dich dann da verteidigen kannst entsprechend. Also ins Wasser flüchten, ne? Ja. Gleich gibt's Beef. Da. Na, ja, es ist weg. So. Da holen wir unter mal Holz. Holz. Holzmaul. Jetzt gibt's Ragu. Ja, was zu essen soll, das gibt vielleicht auch besorgen.
manchmal trifft er nicht richtig. Achtung, Baum fällt gleich. Baum fällt! Und dahinter. Das sind einfach mal diese Baumstämme so. Ja, das hat er gelernt natürlich. Das ist einer. Achso, und Büsche musst du ja zerlegen, damit du so normale Stöcke bekommst. Ja. Stöcke zum Schlagen. Oder zum Feuer machen. Ja. So, jetzt sind wir hier oben. Wir sind hier oben, ja? Sind wir hier richtig? Ich glaube, wir waren normalerweise woanders. Wir sind nämlich jetzt auf einmal Büsche. Ich sehe ja nämlich nichts mehr. Wir haben ja hier keine Karte und sowas. Kannst du einfach mal gucken, wo das Flugzeugteil ist. Da warst du schon. Da drüben auf dem Hügel. Na komm. Das ist einfach so mit dem Zeug, da so rumspringen kann, ne? Ja. So, B. Schilder oder? Hunting Schilder würde ich erstmal nehmen. Hunting Schilder. Da brauchen wir 8. Click to place. Setzen wir irgendwo hin. E. Oder drehen erstmal. Dann musst du schon mal, kannst du ja schon mal das erste Holz reinbauen. Ist wegrollt. Und lauf. Gather Logs, Gather Sticks. So, ich krieg keinen Stick. Wo ist mein Stick? Das war jetzt irgendwo logisch. Nein. Mich verarschen, du Wichser! Stirb, du Schlampe! Was bildest du dir eigentlich ein? Hast du jetzt etwa meinen Hinten? Kannst du auch noch auseinandernehmen, ne? Hab ich jetzt deinen Kadaver drauf liegen? Der Fuck? Ich hab jetzt deinen Kadaver, der erstmal verstauen hier. Da ist noch Kadaverhaufen hier vorne. Dann wir gleich mal aus dem Anfang gehen, ja. Ich glaub, die kannst du auch noch hau nochmal drauf. Ich hab keine Zeit. Reck, du Vieh! Ja, es kann durch Steine rennen. Das ist natürlich logisch. Pass auf, der rollt gleich wieder weg. Stimmt ja. Und schon war er weg. Ja, wie war das gleich nochmal? So kriegst du garantiert diese Wooden Locks, diese... Stöckchen. Wir sind natürlich vom Hauptberuf Holzfäller mit gewissen Fähigkeiten. Wir können den Baum so fallen lassen. Das sofort. Irgendwas hast du gerade getroffen. Ja, ein Lurch. Wir haben ein Lurch. Ja, mit dem Lurch, da musst du durch, ne? Ja. Ist er durch, dann muss er durch. Was? Ja, genau. Lurch kannst du braten auf dem Feuer und der Haut kannst Feuer, du als ne? Rüstung verwenden. Shit, wir können nicht mal laufen. Vor allen Dingen haben wir schon Sticks, ne? Die hat er schon automatisch gesammelt. Ja, so bastel ich mir auch irgendwo was zusammen, ja, so schnell. Ja, auf die Schlampe drauf, ja. Noch einmal. Ja, mein Bein. Jetzt haben die Beine, die kannst du als Waffe. Als Waffe kannst du sie verwenden. Ja. Hast du doch auch mal gehabt zu. Lass deine ganze Wut raus. So, und jetzt dran wir noch den Kopf ab und dann können wir die irgendwo aufhängen.
Ja, wir haben einen Kopf. Ja. Noch so ein Vieh. Hier so eine nette Dame. Ich glaube, die wollen mich alle besteigen hier. Das ist komische Fantasie. Hier muss mal Gehorsam beigebracht werden. Oh, du hast wenig Leben. Schau mal, wie er da steht. Einfach so. Ich glaube, ich muss noch mal so einen Koffer auseinandernehmen. Guck mal, ob du irgendwas zu essen im Inventar hast. Mit I. I. Oder trink mal ein bisschen Soda oder so. Nee, voll getrunken hast du ja schon. Was hast du denn da noch für Zeug? Ich hab ein Blatt. Ja, aber die Flaschen, was ist denn das? Tricep. Buse, alles Medizin, glaube ich. Lowers Energy. Lowers Energy steht ja da. Ja, Lowers Energy, Lowers Energy, Lowers Energy. Fresh Lay. Aber guck mal, da sind doch hier so Schokoriegel oder was das ist. Ja. Ja. Bringt sehr viel. Aber ein Fahrzeug und ein Armbanduhr. Sogar unser Kind ist da. Aber du sollst dich dann, sobald du das Ding mal fertig hast, dein Häuschen mal schlafen legen, damit du wieder Energie hast. Na, wo ist er? Da. Guck mal, da liegen noch zwei. Da kannst du gleich einen davon noch benutzen. Kann ich drei tragen? Nee. Kannst plus zwei. Und lauf. Wo ist mein Ragu? Ja. Okay, ich brauche noch einen Lock. Ein Stick. Also nee, einen Lock. Ein Stick, einen Rock und einen Stick. Zwei Sticks. Ja. So, wo waren die jetzt? Da. Einen Rock brauche ich dann noch, die liegen hier vorne irgendwo. Und zwei Sticks, die muss ich nochmal auf mich an ein paar Dingens machen. Ja, es wird langsam spät. Also entweder Feuer oder du legst dich schlafen. Ja. Ich glaube, schlafen legen wäre die beste Variante. Ja. Damit du dich wieder heilst. Wie war es gleich nochmal mit den Sticks? Guck mal da hinten, ich hab irgendwo einen Ureinwohner gesehen. Ah, ich nicht. Check, close. Snack. Irgendwo müssten dann Stöcke mal rumliegen. Ich glaube auch bloß bei den kleineren Büschen kommt da was raus. Guck da hinten. Ah, da hinten. Ja, einer. Und da irgendwo muss noch einer sein. Na komm. Schau dich immer gut um wegen die Ureinwohner, sonst bist du ganz schnell ganz tot. Ja. Ach komm schon. Kann doch irgendwo mal so ein scheiß Stock rumliegen, oder? Ich glaube, du kannst bloß die kleineren Büsche nehmen dann. Guck mal, dieser hier, da könnte gehen. Der geht nicht. Ordentliche Steine gibt's auch nicht. Nee, gib nur die kleinen. Na komm, wo ist denn hier so ein Scheißstock?
Das ist ein Lack, aber kein Stock. Mal sehen, ob der was bringt, ob der Stein das ist, ob ich einen zu hin brauche oder einen größeren. Ja. Du brauchst einen größeren. Ah doch, das geht. Nein. Nee, du hast bloß gerade einen Stick. Kannst du nochmal schnell rüber auf der andere Seite. Irgendwo muss nochmal ein größerer Stein rumliegen. Ich glaube, die wollen, dass du ein bisschen weiter in den Wald reingehst. Echt? Kannst du noch rüber auf die andere Seite? So lange kann ich das jetzt nicht mehr machen, ne? Da. Ne. Alles wieder so kleine Steine. Und da fallen dauernd so irgendwelche Stühle runter. Ja, ich bin so oder so tot, es ist schon Nacht. Nee, du musst bloß aufpassen, dass diese Viecher dich nicht erwischen. Dann kannst du es überleben. Hm. Gut, dann gehen wir eben mal hier rüber. Zum Wald. Ne, wieder so ein kleiner Stein. Den Rohstoffen willst du halt nicht so richtig bei dir, ne? Ja. Das ist ein großer. Ne, wieder so ein. Was? Du hast schon einen eingesammelt. Ah, das steht's hier. Okay, gut. Du hast kalt und du bist nass. Ja. Du hast kalt und du bist nass, hast du gerade ernsthaft gesagt? Nein, ich hab gesagt, du bist kalt und nass. Da, ein Stick. Ein Stick. Wo muss ich hin, da? Und da kannst du dich dann erstmal ein bisschen der resten. Der Mond ist aufge... Jetzt hör ich auf. Danke. Reicht. Pfeif nicht so viel. Beziehungsweise pfeif ab. Na komm. Du warst doch bei den Hänselmenschen. So. Ich glaube, den Kopf muss ich mal irgendwo aufhängen als abschreckendes Beispiel. Ja. Jetzt kannst du dich mal zetten. Oder erstmal mit C speichern dann. In dem. Ich habe mich gezettet. Ja, das machen wir jetzt mit C speichern, bitte. Vielleicht. Das ist ein Feuerzeug. Das läuft einf. Es regnet. Es regnet doch gar nicht. Was wollt ihr denn? Hast du nicht gesagt, das hält, ist meine Energie, lädt sich auf? Da brauchst du denn wirklich Feuer dazu. Okay. B. Click to place basic fire. Muss am besten davor irgendwo hinsetzen. Direkt davor. Nicht ganz direkt davor, damit du da auch noch rein kannst, dann sozusagen. So vielleicht. Also noch zwei Sticks. Also die Blätter, die da brauchst du viele, weil die kannst du da reinwerfen. Musst du aufsammeln. Dann gehen wir nochmal hinter, machen wir gleich mal Frühsport. Das sollst du vielleicht in der nächsten Folge fortsetzen, weil wir sind jetzt schon über. Aber wir sind ja fast am Ende. Aber komm, wir können. Das können wir noch. Das können wir noch machen. Okay, das kannst du noch machen. Ich wollte dich bloß darauf hinweisen. Ich meine, guck mal, das ist doch auch fast ein Stieg, ne? Den können wir doch gleich klein hacken. Ja. Das ist ganz offen, Jeff, dann Jalapeno. José Jalapeno. Oh ne, Stieg. Vielleicht noch ein bisschen Bauchrednerwerbung hier. Dunham. Heißt nicht Dunham, sondern Dunham. Stieg 1. Was ist Stieg? Ohne Stieg. Weil der so mexikanischen Akzent hat. Ohne Stieg.
Noch ein Steak. So viel Steaks, wie wir nur brauchen. Steaks. Also das Clear Water finden. Kein Clear trinken. Water. Also noch hast du ja... Aber... Wieso ist das da überall? Clear Water. Ach shit, ey. Vor allen Dingen ist... Das verstehe ich dann wieder nicht. Es donnert, blitzt. Du guckst in den Himmel und es ist das schönste Wetter auf Erden. Nicht unbedingt das schönste, aber es reicht. Komm, wir nehmen mal einen Stein mit. Fein Clear Water. So. Anzündung. Mit E. So, mit E kannst du noch Blätter reinwerfen. Und gleich wird's dunkler. Sind es gerade hier irgendwo Sticks geflogen? Nee. Gut. Da kann ich doch ganz oft bestimmt. Noch. Nee, warte mal. Geluig. Wo ist jetzt mein Luig? Geh nochmal drauf im Inventar. Warum kannst du den Süden nicht nehmen? Edible, Foraging, Toxic, Step 2, Basic Fire, Step 3, Main Index, Fire, Standing Play. Nee, aber so ein Bonfire braucht. Genau. Bestimmt. Nee, Fire Pit. Dann brauchen wir 15. Das kannst du ja nehmen und dann irgendwo anders hinstellen. Stimmt, vielleicht müssen wir mal abschirmen hier. Das zum Beispiel kannst du tun. Gesundheit. Hui. So. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Bis dann.